Awinke da draußen, mein Name ist Mario und ich zocke heute mit euch die erste Stunde von Assassin's Creed. Dem ersten Teil. Und ja, ich würde sagen, ja, machen wir mal ein neues Profil. So wie es gehört, sind wir... Beziehungsweise ich bin Mr. Mario zockt. Und... Ich muss mal ganz kurz mal schauen, wie es mir hier so... ja, sieht gut aus, denke ich. Dann hauen wir mal rein. Bin mal gespannt, ich habe es vor einer ganzen Zeit mal gezockt, ist schon ein Moment her. Von daher, ich kann mich weder an die Story noch groß erinnern, noch kann ich mich an die Steuerung großartig erinnern. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrheit. Nicht so schnell, ey, hallo, nicht so schnell. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Und ihr Erkenntnis mir. Hey, nicht so schnell. Hallo? Hallo? Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verabschieden. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Erstmal versuchen Sie, sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Ah, er passt sich an. Das erste Mal ist... Es geht schief. Was ist das hier? Reicht, Mister. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, das ist gut. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Okay. Okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Ach, stimmt ja. Na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Heulen wie rum. Man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Was? Okay. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Mhm. Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Lieber stehen, sterben, als kniend leben. Aber ich lege mich trotzdem hin. Sicher ist sicher. Eine weise Entscheidung. Ganz schön dreist hier der Kerl. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Kann genetische in die Nase gucken? Erinnerung? Scheinbar brauchen sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher.
Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden. Um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Bin schon mal gespannt. Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser Hallo, mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Gut. Nutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Gut gemacht. Ja. Yeah. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-up-Display den Kontext der Puppenspielereingaben verändert. Exzellent. Achso, das heißt Taste 0 ist meine linke Maustaste, wir Taste 1. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen... Ist die rechte Maustaste. ...greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Das heißt, ich latsche an den Kerl ran, drücke hier und mache dann den da. Gut. Oh, ist er hingefallen. Das hat sich nicht wehgetan. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, das heißt, nicht mit drei jemandem Knöpfe zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann.
Gut gemacht. Mhm. Das war ja auch nicht besonders schwer. Der Animus versorgt sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt ihnen Aufschluss über ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen sie ihre verborgene Klinge. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Wo ist der Kerl, der das zu verantworten hat? Ich bin's nicht gewesen. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Mhm. Provozieren Sie den Soldaten. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert von hinten erstechen, aber hat nicht funktioniert. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Leiter? Was? Euch hol ich mir! Wo seid ihr? Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Was war das, du Äffchen? Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Hey, geh weg hier. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Das wird doch zu nichts. Genau. Geh wieder runter. Geh zum Mc's Cocktail Burger. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Kann ich das? Und wenn ich nicht will, vielleicht fühle ich mich ja wohl hier. Exzellent. Jetzt hänge ich da schon wieder wie so ein Äffchen. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Ach ja, die Gelehrten. Ich glaube, wenn ich hier den Unauffälligkeits-irgendwas... Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Ja, Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Ja, genau, das ist das, genau. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Und so kann ich mich, glaube ich, auch irgendwie in diese Gelehrtengruppen einmischen und runtermischen. Und dann sieht mich auch kein Mensch. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Ah, gut gemacht. Okay. Der ist so schnell, achso. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht.
Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Ja. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Was nun? Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück, Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr, er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Ja, cool. Ich gehe einfach mal hier hoch. Ich gehe jetzt mal davon ab. Das war so ein unauffälliger Anschlag. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Mein Franzose. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein! Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Hallo? Was? Ich geh mal hier runter, würde ich sagen. Mal schauen. Irgendwas wird schon passieren. So, dann krieg ich gleich ins Maul oder so. Ah, falsch rum. Na komm schon. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Nein! Nicht! Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Nein. Na toll, Alter, er hat gleich das halbe Ding abgerissen. Mit meinem Dickschädel. Zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Wo ist denn hier? Hallo? Freunde, Kumpel?
Was? Wie, dahin muss ich, oder was? Das krieg ich irgendwie hin. Ich bin doch hier so ein Äffchen jetzt. Ich weiß noch, wie es geht. Oh, oh cool. Und jetzt? Ah, okay. Hoppla die hopp, mein Freund. Ich glaube, hier geht's nach draußen. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Ich wollte doch jetzt eigentlich meinen Kumpels helfen. Toll, jetzt bin ich. Erst habe ich ihn angegriffen, dann bin ich abgehauen. Ich feige Ratte. Das gibt Haue vom Meister. Was jetzt? Ihr seid zurück. Wer bist du? Wie schön, euch unverletzt zu sehen, Dai. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Cool. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Danke. Und mit euch. Mit dir auch. Was heißt Turm? Da, wo es leuchtet, oder was? Die GPS im unteren Bildrahmen. Zeigt Ihnen Ihr nächstes ausgeblendetes Informationsmaterial, sodass ich auf jeden Fall nicht weiß, was ich, wo, wie, wo, wer, warum. Ich laufe jetzt einfach mal. Du siehst unzufrieden aus. Weiter in Richtung Turm. Ich hoffe doch, dass es hier zum Turm geht. Ich laufe jetzt hier einfach mal so ein bisschen. Kann ich da hochklettern? Kann ich da hochklettern? Jetzt hänge ich hier. Okay. Der wird sich noch verletzen. Wenn nicht, bin schon gut da drin. Keine Angst. Warum macht er das? Er ist ja auch da wie ein F hierher. Wo muss ich hin? Da lang? Was treibt er wohl so an? Türmchen. Irgendwie sind sie sich aller meiner nicht so sicher. Ich sehe aber auch keinen Turm. Was kann das für ein Turm sein, wenn ich den nicht sehen kann? Hier, der pest ganz schön ab, der Kleine hier. Na, da sind Türme. Jetzt sehe ich Türme. Was jetzt? Ja, hab's doch gerade schon geguckt. Ich war schneller. Rempeln kann ich jetzt auch. Oh, geil. Footballmäßig. Mal gucken. Was geht vor? Mach das nicht doch einmal. Wie geil. Töten? Ach nee, töten. Unschuldige töten. Nee, lass. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich ja, weiß, ihr genau. Teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Ja, Bruder. Ich geb dir gleich Bruder. Und zwar voll zwischen die Augen. Ei, welche Ehre. Waffen verboten. In der Festung dürfen Waffen nur im Trainingsring benutzt werden. Na gut, dann zieh ich doch gleich mal eine Waffe. Der Meister geht gar nicht. Euch. Ich kann keine Waffen mehr ziehen. Scheiße, kann ich euch umrennen. Warte, wie war das? Moment, rennen und dingsen und shift oder so. Passt auf. Keine Ahnung. Ich dachte, du tust jetzt mal irgendwas, du Lusche. Achso, wir sind nicht unbedingt Freunde. Oh, bla bla schon wieder. Altair, Meister, tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Ja. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant?
Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Na klar. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Na klasse, du siehst nicht gut aus. Malik! Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Bruder? Scheiße. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Was ist das? Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sape belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Was jetzt? Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie. Und ich rette die, die noch dort festsitzen. Okay. Wie ihr wünscht. Ich mache es platt, mein Dorf anzugreifen. Was nun schon wieder? Oh. Wählen Sie Ihr Schwert. Hätte ich jetzt sowieso gemacht. Wo ist mein Schwert? Ach so. Krieg ich hier auch irgendwo Gegner oder so angezeigt auf der Karte, oder? Oh. Einmal Bein, einmal Brust und gut ist. Ey, hab mich einfach über den Haufen gerannt, sag mal. Alter, hast du keine Augen im Kopf oder was? Arm, ouch. Wo ist der Nächste? Komm her. Hey, hey, hey. Warum geht das jetzt hier nicht? Ah. Oh, wie süß. Ich habe ihn nur geschubst oder was hier? Wohin? Wo muss ich hin? Hier wird Tor! Die Nacht!
Wow, okay. Hey, stopp, 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 stopp. Hey. Das mit dem Kämpfen muss ich wohl noch ein bisschen üben. Schlecht. Komm ich hier auch runter? Okay. Das war dann vielleicht doch ein bisschen. Hey, bleibt stehen, ihr Feiglinge! Was ist jetzt? Ich laufe wieder zu dem Pfeil. Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Was? Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Na gut, ich komme. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Erst, wenn ich volljährig bin. Und da ich erst 41 bin, ich werde bald 42. Ja, kann das noch ein bisschen dauern. Haltet euch an mich. Ich weiß gar nicht, wo ist er jetzt hin, der Typ. Ach so. Also, ja. Was tut er da? Ich kletter eine Leiter hoch. Geht auf diese Plattform, Altair. Ah, auf welche? Hallo? Ich kann nur noch laufen. Ich kann gar nicht mehr rennen. Halte! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel! So sei es! Bringt mir die Geisel! Oh. Ah. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Todessprung, Todessprung! Drücken und halten sie eins und leer. Und Tauben zeigen ihnen, wo sie abspringen müssen. Aha. Okay, dann. Leck mich am Arsch, du schwuler Engländer, Franzose, meine ich. Mein Bein. Aha, mein Bein. Still. Jammer nicht. Die Templer werden uns hören. Du Pussy. Oh, das geht schon, ich krieg das wieder hin. Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Darf ich auch mal an den Bein rupfen? Nur einmal, so ein bisschen. Kann ich irgendwie? Oh, Vorsicht. Nee. Balken. Ich soll den Seilen folgen, hat er, glaube ich, gesagt. Ich habe ihm nicht zugehört, weil ich ein Idiot bin. Ich war so sehr damit beschäftigt. Ich soll den Seilen folgen. Ach so, hier ist so ein Dings. Ach so. Ich war so sehr damit beschäftigt, hier unbedingt an seinem Bein mal rumrupfen zu dürfen, dass ich überhaupt nicht daran gedacht habe, dem Kerl vielleicht mal zuzuhören, was ich machen soll. Ja, aber ist schon cool. Also grafisch ist es auf jeden Fall eine feine Sache. Dafür, dass es ja doch schon ein bisschen älter ist. Respekt.
hatte das damals, wie gesagt, ich hatte das bei einem Kumpel mal angespielt, der hat das gezockt. Und dann war es irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, ist noch gar nicht so lange her. Ah, okay. Du Depp, keiner hat gesagt, du sollst da runterlaufen. Und jetzt? Kann ich da rüber? Ah, okay. Und jetzt? Achso. Breitbeinig sitzt er da. Ich bin bereit zum Kacken. Und jetzt? Ah, okay. Das ist schon cool, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wie der sich hier so hochhangelt und so. Das geht schon ab. Fallen lassen kann ich mich. Nee, lass mal. Lass mal gut sein. Oh. Gibt Ärger, oder wie? Ist da mein Freund der Franzose wieder? Komm raus und zeig dich. Aber ohne deine Froschenkel. Die kannst du bitte zu Hause lassen. Zu Hause. Angreifen. Wie geht das? Oh, okay. Ah, Falle. Warte mal. Ich hab ein paar andere für euch, ihr Franzosen. Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Weil ich wie ein Franzose geredet habe. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ja, ich weiß. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Hey, es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Doch, Spiel vorbei. Friede sei war mit nur euch ein kurzer. Alter. Ich hab doch gewusst, es gibt Haue vom Meister. Aber so? Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hol ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon ein, zwei Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe? Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Schon okay, Lobotho, besiegen wir ihn einfach. Der braucht sein Hirn nicht. Machen wir Suppe draus, können wir auslöffeln. Was mache ich jetzt? Ich gehe mal gucken, gibt es hier irgendwo einen Kühlschrank, dass ich mir ein Bier holen kann oder... Ob hier irgendwo was, keine Ahnung, zur Beruhigung, kann ich hier was kiffen oder... Ja, der Serverraum. Geht nicht. Kann nur gucken. Ich würde gerne reintreten.
Wenn ich hier zuhöre. Ich höre was, aber ich verstehe nichts. Ich kann auch nicht rennen oder so, verdammt. Hab ich bloß das Gefühl, dass gleich irgendwo einer reinkommt und hier mit Maschinengewehren alles niedermäht. Oder irgendwelche Monster brechen durch die Tür. Ja, das muss doch jetzt irgendeinen Sinn haben hier. Was ist das hier? Oh, für die intimen Stunden zu zweit. Oh. Ob mir die Blonde hier, naja, hilft, zur Seite steht quasi. Kann ich euch nicht irgendwie belauschen? Was war jetzt? Halt. Um zu interagieren. Ich drück mal. Ich kann mich nicht mal umziehen. Wieso nicht? Was stimmt nicht mit mir, wenn ich mich nicht mal umziehen kann? Ich kann Feuerlöscher bestimmt. Kann ich auch nicht. Beliebige Taste, um zu... Da. Ah, wusste ich doch. Was ist gar nicht, wenn Sie vor den Gefangenen meine Autorität in Frage stellen? Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verhätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Vorhin hast du noch erzählt, ich wäre der Beste bisher. Höchste, was war es? Synchronität oder irgend so ein Kram? Und jetzt... Nee. Heult doch. Fehlt nur noch so ein... Sowas. Ja, hallo? Steh in der Ecke. Steh in der Ecke und schäme mich. Oder stink ich? Vielleicht stink ich. Vielleicht schäme ich mich in der Ecke, weil ich stinke. Hallo? Was? Warum kann ich eigentlich nicht rennen? Das nervt mich. Ich bin ja nicht so ein Lahmarsch hier. Tür. Rüttel. Das sah jetzt irgendwie anders aus. Nicht wie Rüttel, sondern wie ein anderes Rüttel. Ah, Computer. Mal gucken hier. Mal ein paar Pornos runterladen und ein paar Viren installieren. Geht alles nicht. Was ist hier für ein Scheiß? Kann ich mich schon wieder hinlegen? Ich setz mich jetzt hier hin und warte, bis die da sind. Ist hier irgendwo eine Zeitschrift, dass ich was lesen kann, dass mir nicht so langweilig ist? Hinsetzen kann ich mich auch nicht. Aber nie mit dem Computer. Oh, jetzt kommt jemand. Ich habe nichts gemacht. Ich guck zu Wir sind fertig Geht für heute, hin. Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Na, da war ich doch gerade. Ich habe euch belauscht. Nein, ich habe euch nicht belauscht. Ist nicht immer mir vorbeigeschummelt? Warum kann ich nicht hauen? Ich würde gerne keinen Nickelfangschlag verpassen. Hier, Baby, ich habe gehört, du magst mich. Du hast mich verteidigt und ich finde, wir passen gut zusammen. Guck doch mal. Kennst du nicht? Das sieht doch gut aus, wir zwei. Nicht von hinten. Lass uns doch erstmal, wollen wir nicht erstmal einen Kaffee trinken gehen, bevor du mich umarmst? Du willst gar nicht. Du trägst keinen BH, sehe ich das richtig? Lass uns schon mal gucken. Na, ich glaube, du hast keinen BH an. Oh, Wutz, du Kleine. Naja, wer weiß. Vielleicht auch kein Höschen. Wo war denn jetzt mein Zimmer? Da, wo die Tür zu ist, glaube ich. Aber brauche ich nicht vorhin offen? Ah, geht von alleine. Ich habe schon Angst gehabt, jetzt liegt hier der Typ da bei mir im Bett und wartet auf mich. Hallo. Abgeschlossen. Ach so. Jetzt bin ich ja noch eingesperrt, oder was? Aber ihr seid ja scheiße. Und die Blonde ist auch nicht bei mir. Hallo? Beliebige Taste drücken. Nee, ich will nicht ins Bett. Okay, ich lege mich hin und schlaf. Vielleicht wähle ich mir vorher noch einen von der Palme oder so. Oh yeah, Albträume. Der nächste Morgen. Ah, so will ich nicht aufwachen. Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet?
Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Stimmt, alles voll. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Fast. Meine Wenn Vorfahren der Tod sind... weniger, erst recht böser Menschen, das die Leben Steiner. Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Keine. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Oh. Ich hab gewusst, dass du eine feige Lusche bist. Ich würde immer noch gerne einen Kanickelfangschlag verpassen. So. Und. Von mir ist doch von vorne, komm her, du Sau. Ich. Au. Gegen die Wand gelaufen. Hallo, Blondie. Ich hab von dir geträumt. Hallo, Blondie. Hallo. Bin ich tot? Sieht die mich nicht? Hört die mich nicht? Warte, komm her, riech mal. Muss mich doch riechen. Ich meine, ich reib mich mal ein bisschen an dir. Schrupp. Wow, gleich kotze ich, glaube ich. Wie hab ich das denn gemacht hier? Wow. Mr. Miles, setzen Sie sich auf den Animus. Ich kotze gleich auf den Animus. Ja, gib mir einen Dubstep und... Ja, okay, ich setze mich auf den Animus. Hast ja recht, Holmes. Setzen heißt nicht legen, deswegen schreibt man es mit S und nicht mit L. Da sind wir schon wieder. Fortsetzen. Ich habe mich da gerade erst hingesetzt. Was hier? Verlassen. Verschwenden Sie keine Zeit und fangen Sie an, Mr. Miles. Schnauze! Sonst stehe ich gleich auf. Na gut, ne? Fortsetzen hier. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt in bewachte Bereiche zu kommen. Ich finde mich ja cool, aber... Ich lebe. Ja, achso. Aber ich sah euch zustoßen. Fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Da bin ich aber froh. Und euren Rang. Oh. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. Oh. Alles weg. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Ich weiß Einer nicht. Von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Na toll. Der Rest liegt bei euch.
Hey, wieso ist mein Balken da oben so klein? Sie wurden degradiert. Waffe verloren, Schwert, versteckte Klinge verloren, Kurzschwert verloren, Konterkills verloren, na klasse, alles verloren. Oh, leck mich am Zipfel von meinem schönen Umhang hier oder an meiner Kapuze oder sowas. Alles verloren, verloren, verloren. Extra Wurfmesser. So. Kurzschwertmeister. Ja, und jetzt bin ich gar nichts mehr. Kann ich auch aufhören. Kann speichern und aussteigen. Oder so. Aber rennen kann ich wenigstens wieder. Kann ich hier runterspringen wenigstens. Dann dauert das nicht so lang. Oh, auch nicht schlecht. Wie war das? Fallen lassen mit Shift? So. Er wird Ärger verursachen. Ach, Blödsinn, werde ich überhaupt nicht. Und jetzt Schanauze, hier kommt Superman. Psch. Was denkt dieser Mann sich nur? Ich dachte eben, ich wäre Superman. Aber war wohl nicht. Hat er jetzt aus 5 4 gemacht oder hat er den letzten wieder aufgefüllt? Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Auch. Ja, okay. Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Maxa. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Na, hast du eben laut und deutlich gesagt. Hab ich den eben an den Hintern gekrabbelt, sag mal. Verkappter Schwuler. Oder wie? Hab ja nichts gegen Schwule, aber... Ja, ich mach jetzt mal... Oh ne, ich glaube, hier springe ich besser nicht runter. Das wäre dann vielleicht doch ein kleines bisschen zu blauäugig. Das ist ganz schön weit hier. Vielleicht komme ich kürzer, geht's schneller, wenn ich über die Häuser gehe. Oh, hier geht's weiter runter. Tief, tief, tief. Nee, hier ist nicht so tief. Husch, husch, husch. So, siehst du? Warum tut er das? Weil ich schnell dahin muss. Hat er seinen Verstand verloren? Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Ansichtssache. Nur weil du keinen kennst. Warum tut er das wohl? So, wie war das? Weißes Information. Hab die Hälfte schon wieder vergessen. Mein Gott, schreit alles. Hey, nicht einfach irgendwo hinhauen. Setz dich auf eine Bank, erfassen Sie das Ziel, um Lauschforschung zu starten. Na gut. Bank. Ah, Bank, okay. Ich hoffe, die ist nicht zu weit weg. Ich kann den ja gar nicht mehr sehen. Ist hier noch eine Bank? Da ist noch eine Bank. Ich lieb mal lieber die da. Und jetzt? F. Auch noch E, okay. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich Leuchter enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Ein Korbflechter finden, okay. Das heißt, was? Der wahrscheinlich zu diesem komischen Symbol muss ich jetzt nicht begeben. Dann lauf ich mal, lauf ich mal, lauf ich mal. Einmal mal hier übers Haus drüber. Was denn? Ich hab gar nichts gemacht. Ich tauche immer so aus nichts auf. Ich bin ein Assassine. An den Baum.
waren das? Das sah irgendwie seltsam aus, die Aktion. Aber egal. Das ist schon cool, ehrlich. Das ist schon cool. Taschendiebstahl. Drücken die F, Taschendiebstahl-Mission zu aktivieren. Ja. Zu weit entfernt. Dann kann ich mich erinnern, irgendwann war ich zu nah dran oder irgendwie sowas. Zu nah, siehst du? Klasse. Zu nah, zu weit weg. So. Zu nah. Jetzt. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Jetzt ihre Erinnerung, aha. Das Opfer zu bestehlen, während es sich bewegt. Drücken und halten. Ich habe ihn beklaut. Ich war's nicht. Hier ist nichts. Nein. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Achso, schon alleine passiert. Seht, bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Massia-Flagge, 1 von 20 Flaggen gesammelt und in Massiaf aufgesammelt. 1 von 20 Assassinen Flaggen wurden in Massiaf aufgesammelt, okay. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Um Befragung zu starten, okay. Ist derjenige, der uns betrügt. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Massiaf. Durchschaut seine Lügen. Was muss ich jetzt mal? Sprich zu mir. An einen abgelegenen Ort und schlagen sie ihn, um ihn zum Reden zu bringen. Na gut, ich folge dir ganz unauffällig an einen abgelegenen Ort. Von da schlage ich dich dann. Wart mal ab. Gelegen genug hier gleich, oder? Ich glaube, jetzt sind wir abgelegen genug hier, oder? Noch viel abgelegener kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Genug! Ich beuge mich! Das war's schon. Dann spricht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Was? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ach, ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Mhm. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Was sollte ich eigentlich? Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualim wird richten. Darf ja nicht. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht.
Ich bin stolz auf meine Tat. Na toll. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Ach nein. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Du bist verblendet. Spritzt aber auch mehr gutes Blut hier. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Na, endlich. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind, wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Mhm. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Naja, ich nur, bin Assassine. Wo ich anfangen soll. Nun gut, reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Mhm. In Damaskus, besucht okay. Den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Der Vogel? Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Ich hab ein Schwert. Nehmt deine Ausrüstung. Nehmt eure Ausrüstung von mir aus. Ey. Ah. Eine Kurzklinge oder was? Kurzmesser oder wie auch immer das Ding heißt. Hab ich auch wieder. Also doch nicht ganz, nur... Können wir denn hier neue Waffe erhalten? Schwert 3. Ach, versteckt die Klinge heißt es, genau. Ich kann im Hof trainieren. Wo geht's hier raus? Hm, ich wollte trainieren. Hier, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja. Drücken und halte die Taste 1, um Angriff abzuwenden. Das ist die Verteidigungsstellung, okay? Na? 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 Ich klick einfach mal. Aber irgendwie. Was soll denn passieren, wenn ich. Okay, wenn ich drücke und halte, dann mache ich so einen kräftigen Schlag, aber. Aber irgendwie ist passiert nichts Besonderes, wenn ich nochmal klicke, wenn meine Klinge. Den Gegner berührt. Okay, ich drück mal Escape, um abzubrechen. Ja, bin ich.
Ich muss nämlich jetzt mal gucken, wie ich speichern kann. Was denn jetzt? Combo-Kill. Kampftrainieren hat schon, glaube ich, eben, oder? Guck nochmal schnell. A2. F in den Kampf. Ach so, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ja, drücken Sie und halten Sie die linke Maustaste, um einen langsameren, aber stärkeren Angriff aufzuführen, auszuführen. Lassen Sie nach dem Angriff los, um ihn zu wiederholen. Das heißt, ich muss das jetzt machen. Prächtig. Irgendwie kapiere ich nicht so ganz, was der will von mir im Moment. Das macht doch schon. Na gut, dann. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Jetzt bin ich jetzt aus dem Kampfmodus raus hier oder was? Ach so. Kombo-Angriff. Schnelle Angriffe im richtigen Rhythmus aus. Ja. Ja, und dann kommst du von hinten oder was? Wenn ich die im richtigen Rhythmus ausführe, ist das die Kombo? Dann drückt sie F und im Kampfmodus schon wieder oder immer noch. Ich verstehe. Eine Rentierlasierung, was? Was ist das denn? Ach, jetzt habe ich beide? Nee, doch nicht. Combo-Kill, gucken wir auch nochmal. Eigentlich muss ich aufhören, die Stunde ist schon lang rum. Drücken Sie Taste 0, um anzugreifen. Drücken Sie Taste 0 erneut, wenn Ihr Schwert den Gegner wird. Das hatte ich aber eben schon mal. Aber irgendwie habe ich das nicht kapiert, wie das... was. Aha, klatscht das da. Ach so. Ach so, okay, jetzt höre ich aber auf. Ich verstehe. Ganz sicher, da ist das Rentier wieder. So, ich muss jetzt mal gucken hier, ob ich speichern kann. Tutorial verlassen erstmal. Ja, nein. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ja. Danke. So, kann ich hier irgendwo speichern? Erinnerung verlassen, Karte zum Fortsetzen. Das ist ja wahrscheinlich ein Spielstand laden hier. Zusätzliche Erinnerungen aufrufen. Hier vielleicht? Nö. Mit dem Büroleiter in Damaskus. Ja, aber ich muss da irgendwie... Ungespeicherter Fortschritt geht verloren. Nein, nein, aber wie kann ich denn speichern jetzt hier? Wie kann ich denn jetzt hier speichern? Na toll. Ja, es tut mir leid, ich muss ja... Stunde ist ja schon lange rum. Ich werfe mich jetzt hier einfach mal... Ich hoffe, dass da nicht allzu viel verloren geht. Anscheinend kann man nicht speichern. Es wird anscheinend automatisch gespeichert. Ja, das war's von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also ich finde das Spiel auf jeden Fall cool. Es ist grafisch, gefällt mir das ganz gut. Vom Prinzip her gefällt mir das auch ganz gut. Ich habe es, wie gesagt, nur mal so ein bisschen angezockt gehabt. Und deswegen ist es mehr oder weniger blind. Nicht ganz blind, aber so ein bisschen. Und man kennt natürlich, oder ich kenne natürlich auch von ein paar Videos her, kenne ich das Spiel teilweise. Ich kenne auch ein paar von den nachfolgenden Teilen schon. Allerdings auch nur aus Videos. Und ich würde es auf jeden Fall gerne weiterspielen, gar keine Frage. Ich verabschiede mich erstmal von euch. Die First Hour ist rum, schon seit fast einer Viertelstunde. Falls euch Spaß gemacht hat und ihr wollt, dass ich es weiter let's play, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Comments dazu, abonniert meinen Kanal, es werden in der nächsten Zeit auf jeden Fall weitere First Hour
Projekte noch reinkommen, unter denen ihr euch dann entscheiden könnt. Guckt euch das Infovideo an zu meiner First Hour, damit ihr genau wisst, worum es geht und wie es alles funktionieren soll. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns auf meinem Kanal. Awinke!